Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die stille Enteignung der Sparer läuft und läuft, ja nun schon seit Jahren. Wir haben die letzten Tage neue Zahlen der Deutschen Bundesbank und anderer Researchquellen bekommen und diese analysiert und das Ergebnis ist ernüchternd, ja teilweise erschreckend. Bereits seit 8 Jahren läuft nun die stille Enteignung der Sparer, all derer, die ihr Geld auf Tagesgeldkonten, Sparbüchern, Versicherungen, Bausparverträge und ähnlichen parken. Die Deutsche Bundesbank hat veröffentlicht genau die Zahlen, die zwischen der Verzinsung der Anlage und der getätigten Inflation, also des Wertverlustes des Geldes, resultieren. Und man kann an der Grafik erkennen, dass genau seit dem Jahr 2008 die Zinsen zu wenig sind für die Einlagen, um die Inflation zu decken. Und wenn man es auf den Punkt bringt und zusammenrechnet, für 8 Jahre circa mit 2% Wertverlust man kalkuliert, kommt ein erschreckendes Ergebnis von 16% Kaufkraftverlust, realer Kaufkraftverlust für das Geld zustande. Also Kontoguthaben sind per se nicht sicher in dieser unsicheren Zeit. Und gerade jetzt, wo die Inflation noch am Anziehen ist und die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter bei Null, ja sogar im negativen Bereich, lässt, wird die Situation von Jahr zu Jahr fataler. Und Sparer, die nicht dagegen handeln, verlieren ihr Geld. So kann man jetzt auch klare Rechnungen ganz aktuell machen. Der Guthabenzins für das Konto beträgt Null. Die Verwahrgebühr, die mittlerweile ja schon auch eine Volksraiffeisenbank in Norddeutschland ab dem ersten Euro eingeführt hat, mit 5,6% pro Jahr umgerechnet, ergibt also 5,9% negatives Ergebnis und die Inflation noch abgezogen mit 0,5% ergibt zurzeit ein fatales Ergebnis von minus 6,5% pro Jahr. Das heißt, die Situation, die ich vorhin geschildert habe, verschärft sich nun noch weiter durch die Einführung der Negativzinsen oder Verwahrgebühren durch die Banken. Aber keine Angst, es gibt auch Alternativen. Schaut man sich zum Beispiel die Historie an, was aus einem US-Dollar oder Euro sinngemäß geworden ist, haben wir eine Rückrechnung gemacht bis ins Jahr 1899. Ja, über 100 Jahre zurück haben wir Zahlenreihen, die das belegen können. Und man erkennt, dass der untere dunkle blaue Linie das Bargeld die schlechteste Verzinsung war, wonach Inflation aus einem Dollar ganze 2 Dollar geworden sind. Im Anleihenbereich hat es immerhin eine Verzwölffachung gegeben von 1 auf 12 Dollar und der Spitzenreiter langfristig von einem Dollar auf 1532 Dollar die Aktien. Ganz einfach darum begründet, weil Wirtschaft prägt das Leben und Wirtschaft und Produkte werden wir immer brauchen. Auch die Auswirkungen, die vielleicht die Wahl in den USA nun auf die Börsen haben werden, das immer wieder diskutiert wird, gerade in den Medien, sehen wir relativ entspannt. Ich habe Ihnen hier den Dow Jones seit den 70 Jahren einmal mitgebracht. In dieser Ära haben die USA viele Präsidenten kommen und gehen, sehen auch unterschiedlichster Couleur. Und man kann klar sehen, dass die Entwicklung des Aktienmarktes in Amerika unter den ganz normalen Schwankungen, wie sie es in der Welt halt immer gibt, aber ganz klar nach oben zeigt. Deswegen, wir gehen zwar davon aus, dass Clinton gewinnt, aber selbst wenn das nicht so wäre, wird die Wirtschaft auch danach stattfinden. Genauso wie es bei einem Brexit einfach gewesen ist. Und die Zahlen, die Statistik sind eindeutig, wenn man seit über 100 Jahren sein Geld eben in Aktien gehabt hat, hat man 9,8% durchschnittlichen Ertrag gehabt. Natürlich mit besseren Jahren, aber auch natürlich schlechtere. Deswegen ist der Zeithorizont und die Strategie wichtig. Und noch ein Lichtblick, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Alternative zum Sparbuch. Im Jahr 2017 werden wir den größten Zahltag im DAX aller Zeiten haben. 31 Milliarden schütten die DAX-Unternehmen an Dividenden aus. Warum also über Null- oder Negativzinsen jammern?
Aber bei einem Für und Wider ist natürlich wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist klar zu erkennen, Aktien darf man nicht blind kaufen, auch den DAX darf man nicht blind kaufen, weil sonst kauft man Werte, die man vielleicht gar nicht haben will. Grundsätzlich brauchen Sie, wie auch wir in der Vermögensverwaltung, eine klare Strategie. Wo will ich hin? Welchen Zeitrahmen habe ich? Was will ich damit erreichen? Sie brauchen ein funktionierendes Risikomanagement und nicht Try and Error. Das ist zu wenig, sondern man muss schon wissen, was man tut. Und vor allem, das hat sich bei uns sehr positiv erwiesen, das ist die tägliche Überwachung der Anlagen. Denn die Welt von morgen ist nicht die Welt von heute. Es ändert sich tagtäglich auch wichtige Rahmenbedingungen, sodass man unter Umständen eingreifen muss. Aber Hoffnungslosigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht notwendig. Es gibt die Alternativen zur stillen Enteignung, zur Nullzinspolitik. Mit einem gut gestreuten und strukturierten Aktienportfolio mit klaren Qualitätskriterien kann man durchaus gewinnen. Ich vertraue auf Werte, tun Sie es auch. Ich darf Ihnen eine gute Woche wünschen und einen positiven Ausgang der Wahlen in den USA. Wiederschauen.